einmal kräftig durchatmen. Den Trailer musste ich einfach ziemlich lange anspielen, weil optisch ist Nova Teil 3 aus dem Gameloft Lab sehr, sehr beeindruckend. Sowohl auf dem neuen iPad als auch auf dem iPhone 4S ist das schon schnieke Grafikkost, die man so vorgeworfen bekommt. Wer auf sowas steht und Shooter nicht abgeneigt ist, der muss es eigentlich ausprobieren. Das ist so für iOS unser Crysis, unser Halo, unser Gears of War, um mal in die ganz hohe Schublade zu greifen. Spielerisch ist es eher bewährte Spielekost, wie man wahrscheinlich sagen würde. Es gibt zwar, klar, neue Waffen, neue Gegner, neue Storyline, aber das Gameplay bleibt doch das gleiche. Also, wer die ersten zwei Teile kennt, der wird sich gleich zurechtfinden. Die ersten Teile waren ja nicht schlecht, also das möchte ich dem Spiel überhaupt nicht absprechen. Richtige Kracher leistet es sich aber leider bei einigen Bugs, wo man sagen würde, hätte vielleicht noch ein paar Wochen, Monate in der Entwicklung Zeit gehabt. Es geht um Slowdowns, es geht um Einbrüche von Frameraten. Teilweise musste ich Speicherpunkte wiederholen, weil es irgendeinen Bug gab, wo man nicht weiterkam. Also kein iCloud-Sync beispielsweise, das gab schon Teil 2, das wäre Voraussetzung für Teil 3 gewesen. Schade, also das Update wird es wahrscheinlich fixen und man sollte es jetzt echt nicht überbewerten, aber naja, man will immer das meiste rausholen, nicht wahr? Und ich meine, es gibt einen Multiplayer-Modus und man kann irgendwie mit Gyroskop steuern und das ist alles sehr, sehr, sehr fein. Das sollte man sich nicht täuschen lassen. Aber die günstigen iOS-Titel haben halt heutzutage immer das Problem, dass sie am Starttag bewertet werden. Und der ist halt so ein bisschen durchmischt im Moment. Nova 3 von Gameloft.